Ja, hallo! Willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Wir sind wieder in Venedig, wie beim letzten Mal angekündigt. Und ich werde jetzt in Schnelldurchlauf, also sprich in einer Folge, hier das Gebiet durchsuchen, Federn einsammeln, Truhen einsammeln, vielleicht noch die ein oder andere Codex-Seite. Ja, also ich werde mich muten und dann ab da auch die Musik rausschneiden, weil ich werde mir das mit Musik unterlegen, also mir persönlich, und euch schneide ich dann Benny Hill Musik drunter, die ja immer gut zu irgendwas Schnellem passt. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß und dann hören wir uns später wieder. Also Leute, bis später. Natürlich hatte ich vergessen, mir eine Karte zu kaufen. Das haben wir gerade schnell nachgeholt. Und weiter geht's. Thank you.
Da haben wir doch den gesamten Bezirk hier geschafft. Ich habe dafür eine gute Dreiviertelstunde gebraucht. Aber ich denke doch, wir widmen uns der Vollständigkeit halber noch den beiden Aufträgen hier. Und das war's dann in Venedig. So, komischerweise, gerade eben bei dem letzten Kampf, wurde mir das Schwert aus der Hand geschlagen. Und jetzt hat er irgendwie ein anderes ausgerüstet und wollte auch nicht mehr Alter ihr Schwert ausrüsten. Dieser Hurensohn zu seiner Ex zurückgekehrt. Bitte bringt ihm Respekt für sein Ehegelübde bei. Das werden wir natürlich machen. Den nutzlosen Ehemann verprügeln. Ja. Ich werde dann auf alle Fälle zwischen den Folgen erstmal nochmal das Geld aus Montelegioni holen und wieder Alter ihr Schwert. Zwischendurch ist es aufgeploppt. 40.000. Also, wir haben genug Geld. Wir brauchen eigentlich... Eigentlich brauchen wir gar kein Geld mehr. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich dann überhaupt noch in Forli die ganzen Truhen einsammeln soll. Oder nicht. So, da ist er schon. Ey, Idiot. Oh. Tut mir nichts. Upsala. Das war nicht beabsichtigt. Was können die denn auch alle nicht schwimmen? Mensch. Ist ja mir vorhin relativ am Anfang auch schon ein Missgeschick passiert. Da wollte ich auf den ersten Turm klettern. Da haben die mich aber noch gesehen und ich konnte nicht synchronisieren und bin in den Tod gestürzt. Naja, habt ihr ja im Schnelldurchlauf gesehen. Ich wette, einiges davon hat zwar nicht mit der Musik zusammengepasst, aber egal. Ich werde es mir auch nochmal angucken, wird bestimmt lustig. So, jetzt das Ganze noch einmal. Wir wissen ja jetzt, wo wir ihn finden. Was macht er da? Also, schaffen wir das. Er kommt davon! Er ist hier! Sei ruhig, mein Freund. Habe ich jetzt eigentlich, Alter, ihr Schwert angelegt oder... Nein. Okay, okay. Dann muss ich das gleich immer noch ändern. Wir machen hier oben. Runter! Sofort! Naju, da! Da! Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Laju ist nicht. Dieser da. So. Da ist er. Packt ihn. Eine Chance hast du gegen uns nicht. So. Ganz einfach. Diesmal ist er nicht in den Tod gestürzt. Natürlich. Was dachte ich mir nur? Meine Frau. Ich liebe sie doch. Ja, komm. Komm, verzieh dich. Verzieh dich einfach, ja? Sonst hau ich dir gleich noch eine rein. So. Wo war jetzt der Brief? Der war natürlich ganz hier hinten. Es gibt keinen Grund hier oben. Haha! Lass ihn! Tja, ne? Wir hören uns gleich wieder. Da sind wir auch schon. Und ich glaube, während der vielen Stürze, die ich hier doch
gemacht habe vorhin, haben wir all unsere Heilmittel aufgebraucht. So, die perfekte Hochzeit. Mein Brief wurde gestohlen. Ihr seht aus, als könnte man euch trauen. Okay. Findet den Dieb, tötet ihn und bringt mir den Brief zurück. Und bitte lest ihn nicht. Er ist von meiner Frau Lucia und es würde sie sehr erregen. Gut. Wir haben 5 Minuten und gehen den Weg, den wir gerade eben gekommen sind, wieder zurück. Mensch, Mensch, Mensch. Also, Backtracking ist hier einiges drin. So, gut. Wobei, achso. Ja gut, so lang war das jetzt nicht. Der hat die Hauptquest da markiert, denke ich. Und dann gucken wir mal oben auf vom Gebäude runter. Irgendwo. Ah, da ist er ja. Na? Gehen wir halt hier hoch. So, wo ist er denn? Ups. So, bevor der uns abhaut. Hey, du da. Nein. Bitte, edler Herr, verschont mich. So, ich dann geht mal wieder her, das Ding. Getan. Dankeschön. Du wirst sehen, zu was das führt. So, ich hatte jetzt keine Lust, den zu verfolgen, worauf das bestimmt hinausgelaufen wäre. Deswegen einfach Pistole raus und ab hier knallt. Bitte, lass mich. Ohne dass der Frieden. Uns überhaupt bemerkt hat. Ich wollte nur einen ruhigen Tag. Einen ruhigen Tag. Ja, das gibt's nicht. So, gut, hier hast du deinen Brief. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Ja, natürlich. Gut. Ich würde dann mal sagen, wir haben ja hier überall alles eingesammelt. Ich guck nochmal schnell. Ja. Ja, ja. Ja, haben wir. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge in Monte dei Giorni wieder, oder? Also Leute, vielen Dank fürs Zugucken und ciao, ciao.